Also der erste Entwurf des Kleinanlegerschutzgesetzes hat den Verbraucherschutz sehr in den Vordergrund gestellt und hat ein bisschen vergessen, dass viele Unternehmen, gemeinnützige Organisationen auch alternative Finanzierungen brauchen. Start-ups brauchen Crowdfunding, gemeinnützige Organisationen brauchen auch Geld von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Und jetzt haben wir es geschafft, zur zweiten und dritten Lesung einen Entwurf hinzubekommen, der beides ausgewogen darstellt. Den Verbraucherschutz, aber auch die Möglichkeit, sich alternativ außerhalb von Bankenfinanzierungen zu finanzieren. Und ich glaube, jetzt haben wir einen guten Weg erreicht.